Herzlich willkommen, Freunde, zum weiteren Battle gegen D-Tiger. D-Tiger, ja. Ich wollte gerade D-T-Tiger machen. Nein, D-Tiger. Okay, mit wem öffne ich dieses Mal? Ich weiß nicht, ich möchte irgendwie Kirby mal rausholen. Sonst öffne ich ja meistens mit Dark Pit, wenn ich anfange. Aber diesmal nicht. Zack, zack. Okay. Bin ich mal gespannt, mit wem er öffnet. Oh, Zero Suit Samus. Okay. Na komm. Bam. Drum. Nein. Oh. Und. Oh. Oh, ich mag die Musik. Auch wenn ich das Spiel nicht so toll finde. Nein, 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 nein. Oh. Ich hätte gedacht, der kommt mir eher entgegen. Naja. Ja, auch wenn ich das Spiel nicht so dolle fand. Sonic Colors. Aber egal, die Musik ist nicht schlecht. Nope. Ja. Und zack, zack. Aua. Er kann da so gute Kombos mit Zero Suit Samus draufsetzen. Ah, Mist. Ja, Zero Suit Samus hat einen guten Luftkampf. Aber das ist... Wow. Ich wollte zwar einen Kill machen. Aua. Oh, das war sogar gut. Okay. Na. Ah. Okay, er ist angekommen. Wow. Na komm. Nein. Warum markiere ich gerade nicht? Nope. Ah, Mann. Ich hätte gedacht, ich gewinne mit dem Schwert noch. Treffer. Zwar flog er in die andere Richtung, als ich gekickt habe, aber... Nein! Ich habe gehofft, dass ich den mit dem ersten Schnitt erwische. Wow. Und... Was? Aha. Nope. Fuck. Zu früh getimed. Yessa! Erwischt! Zwar nicht ganz so, wie ich gedacht hatte, aber ich wollte den Schnitt, dass der nach unten zieht. Und es hat geklappt. Wunderbar. Nur halt dieser schräge Kantenabprall-Moment, der war nicht geplant. Den Gegner runterzuziehen, das war geplant sogar. Okay, ich switch jetzt um auf Finsterer Pit. So. Okay. Omega Stage, welche nehme ich denn? Finsterer Pit, nehme ich dann das. Aber warum nicht? Reicht der Lüfter.
Für finsteres Bett. Sollte passen. Okay, mal gucken, ob Zero Suit Samus wieder zum Einsatz kommt. Von ihm. Nein, Bowser! Ja, erster Treffer. Wunderbar. Nein! Aua. Ich hätte ihn eigentlich jetzt runterziehen können. Nein! Ich hätte gedacht, er führt den Angriff. Wow, das Schild fast kaputt. Nein! Das gibt einen perfekten Moment für einen Counterschlag. Wow. Wow. Okay. Gut, Pit, dass du einfach rumstehst, anstatt meinen Angriff auszuführen. Okay. Nein. Okay. Okay. Das ist das. Ach Mann. Und Ende. Boah, ich muss jetzt einiges aufholen. Nein, warum mache ich eigentlich immer wieder dasselbe? Bin ja auch blöd. Hey, komm! Eine super Armor und dann funktioniert's nicht. Ach. Fuck. Nein! Geht zwar getroffen, aber nicht so, wie ich wollte. Ah, verdammt. Und Ende. Okay, fürs Aufholen hat's ge... Autsch! Fürs Aufholen hat's zwar gereicht, aber dann mach ich dann so einen kleinen blöden Dummheitsfehler hier. Aber gut. Damit muss ich halt rechnen. Gut. Edge Stage nehme ich schon dafür. Nee. Ach komm, passend zu Fox. Puh, ich hoffe, ich krieg's mit Fox noch hin. Okay. Thank you.
Aua. Mann. Nein. Hat einfach losgelassen direkt. Ach, Mann! Nee, ich versuch's. Spielt sehr als Bass. Und Ende. Okay. Ein Spielstil, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme. Nein, das wollte ich nicht. Er hat kassiert sogar den Treffer. Er kassiert den Treffer. Ah, shit. Nein, noch nicht. Nein, ich habe einen Dodge doch gemacht, aber zu spät. Ach, Mann. Nein. Ah, shit. Und Ende. Alter, Alter, Alter. Nein. Ich hab zu lang gespielt. Und das war's. Alter Schwede. Eieieiei. Bin das gar nicht mehr so gewohnt, so intensiv zu spielen, alter Schwede. Ganz schön mitgerissen, die Tiger. Gut, gut.
Ah, yeah. Ich weiß gerade, ich bin gerade momentan ein bisschen erschlagen von dem Match, muss ich sagen. Und, ja. Was kann ich denn dazu sagen? Er spielt mit Bowser zumindest relativ. Ja, wie eine Base. Also, es ist mehr derjenige, der einen auf sich zukommen lässt, als umgekehrt. Natürlich hat er auch seine offensive Seiten, aber ich komme gegen Gegner, beziehungsweise sie so spielen, hatte ich bisher nicht allzu oft. Muss man da an dem Punkt sagen. Und ist eine sehr schöne Erfahrung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Kann man da noch was sagen? An sich, ich mag diese Spielart überhaupt nicht. Das ist auch so, ja, ich kenne jemanden, der spielt mit Darain genauso. Mehr ist es als Base und das ist sehr, ja, sehr, sehr schwer für mich gegen diese Spielart zu kämpfen. Gut, also schön mal die Erfahrung gemacht zu haben. Vor allem ist es richtig cool, mal mehr ist es so einen starken Bowser zu sehen. Den letzten starken Bowser, den habe ich bei Brawl gesehen. Ja, viele wissen, denke ich mal, auch welchen ich meine. Damals zu kleinen Zeiten war das mein erster CW-Gegner und deswegen, ja. Dein Bowser ist echt nicht schlecht, muss ich zugeben. Nun gut, ich sollte aktiver spielen, damit ich mit Fox mal ein bisschen mehr wieder reinkomme. Gibt so ein paar Szenen, wo ich mich selber drüber ärgere, dass es nicht so geklappt hat, wie ich wollte. Na gut. Dann würde ich sagen, ich bin raus und wir sehen uns beim nächsten Kampf wieder. Bis dahin.